Wo schmeißt er die anderen Erze rein? Oh, wir haben das erste Gold. Yay. Yay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers Stranded. Wir gehen heute auf die wohl größte Mining-Tour, die ich je in einem Video gemacht habe. Wir fahren nämlich dahin zum Gold. Wir brauchen Gold, wir brauchen eine Menge Gold. Und wir müssen gucken, ob das Teil hier sich so bewährt, wie ich das erhoffe. Deswegen fahren wir einfach direkt los. Ich hoffe, dass der auch beladen keine Probleme hat, von A nach B zu kommen. Ich sollte ja letztes Mal alles eingeladen haben. Moment. Nicht, dass ich da noch Probleme bekomme. Ich habe ein bisschen Essen dabei, ich habe noch ein bisschen Eis dabei, ich habe Munition dabei. Ja, passt alles. Prima. 36 Kilometer bis zum Gold. Und dann hoffen... Mein Plan ist eigentlich, es gibt ja aufgrund der Erzvorkommen verschiedene Schichten unterirdisch. Und die erste Schicht ist wenige Meter, also ich glaube in dem Fall sind es 100, unter der Oberfläche. Und die will ich als erstes mitnehmen. Die anderen Schichten sind ja so tief... Ich vermute, da muss ich einen extra Miner bauen, mit dem ich einen gigantischen Tunnel graben kann, bis dann nach unten. Weil wenn ich das mit dem Kollegen da hinten drin mache, ja, ich habe die Vermutung, dass das ein bisschen dauert. Aber das ist nur so eine Vermutung. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, dass wir da zügig hinkommen. So, erstmal das Speedlimit ein bisschen erhöht. In der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen schneller werde, weil mit dem Riesenrover kann man auch ein bisschen zügiger fahren. Auf der anderen Seite sehe ich, schneller als 42, 43 Meter pro Sekunde werde ich nicht. Schade eigentlich. Und jetzt ist mir gerade etwas aufgefallen, als ich hier an dem Bobble vorbeifahre. Habe ich hier... Nein, ich habe den Erzdetektor vergessen. Oh no. hier habe ich ja, glaube ich, einen drin. Ich glaube... Habe ich hier einen eingebaut? Oh nein, kann es sein, dass ich Erzdetektoren vergessen habe? Das wäre nicht gut. Wie weit habe ich bis zur Base? 6 Kilometer. Und go! Ich muss Erzdetektoren mitbringen. Das geht sonst so nicht. Hallo Base. Und jetzt sag mir bitte, dass ich einen kleinen und einen großen Erzdetektor ins Inventar kriege. Das wäre nämlich wünschenswert. So, auf jeden Fall den Small Grid. Oh ja, entspannt. Weil ich hätte gern beides. Dann ist nämlich alles wieder tutti. Okay, ich habe alles dabei. Nice. Und los, fliegen wir zurück. Aha. Okay, ich bin wieder da. Jetzt lass mal gucken. Wo klatsche ich den hin? Mache ich den einfach hier drunter? Ich mache den einfach hier drunter. Bam, Erzdetektor. Ein kleiner. So, und da ich die Teile ja mitgenommen habe, kommt jetzt auch noch ein großer rein. Und natürlich ist da vorne ein Observer, den ich jetzt umfahren muss. Das war so klar. Da oben hin. Bäm. Huch, nein. Dem geben wir jetzt die Maximum-Reichweite. Und dann sehe ich nämlich auch was. Yeah. Okay, ich muss um den Observer rum. Ich muss zum Gold. Das heißt, ich fahre jetzt hier einen relativ großen Bogen, um keine Drohnen anzulocken. Weil, sind wir ehrlich, das brauchen wir jetzt nicht. Ich habe zwar Bewaffnung auf dem Rover, die ich noch gar nicht eingestellt habe, glaube ich. Aber brauchen tue ich das jetzt nicht. Okay, jetzt komme ich zu dem Eissee direkt vor dem Goldvorkommen. Sind noch 4 Kilometer. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich hier geradeaus durch kann. Sollte dies nicht der Fall sein, habe ich ein Problem. Hier schön langsam. Eis hat es ja mehr als genug. Dann nehmen wir mal wieder Schwung auf und gucken, ob wir drüben wieder hochkommen. Das wäre äußerst gut. Ja, okay, das war jetzt ziemlich entspannt. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass das komplizierter wird. Aber naja, auch recht. Noch 2 Kilometer und dann bin ich beim Gold. Hey, wir sind über dem Gold. Jetzt fahre ich direkt zum Marker. Einfach aus Findungsgründen. Aber so wie es aussieht, ja, ich muss 150 Meter in die Tiefe. Mir bleibt nichts anderes übrig. Na gut, dann parken wir hier. Huch.
füllen unseren ganzen Sauerstoff auf. Und das Erste, was wir machen, ist nicht zum Goldgraben, sondern wir besorgen nochmal eine Ladung Eis, weil die Tanks hier sind noch nicht voll. Ich hätte die gerne voll. Mal so, einmal so. Und fallen hier erstmal runter, weil meine Batterien auf Recharge sind und meine Tanks auf Stockpile. Was heißt Tanks? Der Tank. So rum. Was kaputt gegangen? Nein. Prima. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal in Richtung des Eises. Da das ja nur 2 Kilometer sind, ist es ja relativ entspannt. Hoppla, das war ein bisschen weit. und ich habe mittlerweile schon 16% Sprit verblasen für den Flug. Aber muss dazu sagen, ich bin jetzt auch relativ schwer. Ich werde das Eis entladen und dann graben wir uns mal langsam aber sicher in Richtung des Goldes. Gucken mal, wie lange ich brauche, bis ich da runterkomme. Okay, Cargo leer, Eis leer. Gehen wir mal auf die lange Grabung nach dem Gold. Oh, so knapp. 9 Meter, 8 Meter. Da ist es. Ich sehe es. Okay, das heißt, ich mache jetzt erstmal auf der Ebene Platz, dass ich hier anfangen kann, ordentlich zu arbeiten. Und dann hoffen wir, dass die Schicht Gold nicht so dünn ist, sondern dass ich hier eine ordentliche Menge Gold rauskriege. Okay. Das sieht bisher noch nicht allzu vielversprechend aus. Ja, doch. Doch. Es kommen ein paar Tonnen Gold zusammen. Huh, ich hatte schon Angst, dass hier nichts rauskommt. Aber so wie es aussieht, wird es nicht so schlecht. Okay, das heißt, wir füllen mal den Miner so weit wie wir können mit sicherem Sprit. Und dann machen wir den Tunnel jedes Mal ein bisschen größer zum Raus- und Reinfliegen, weil ich muss definitiv häufiger hier runter, dass es sich lohnt. Okay, ich bin jetzt mal mit Absicht ausgestiegen, denn ich möchte gucken, ob ich hier, das ist hier unten jetzt am Anfang ein bisschen schwierig, mir einen Platz zu erarbeiten, von dem aus ich gut arbeiten kann. Ich denke, da bin ich von Hand ganz gut dran. Lange Tunnelgraben geht mit dem Teil, richtig gut. Ich bin positiv überrascht. Allerdings in engen Räumen ist es ein bisschen tricky, ohne Gold zu verschwenden. Das ist ja was ich auf keinen Fall will. Ich will auf keinen Fall das Gold verschwenden. Aber wenn ich das jetzt so angucke, ist das ganz okay. Vor allem, wenn ich es schaffen sollte, mich zu wenden, hier mehr Platz zu machen. Genau, das wollte ich. Hier drüben hat es kein Gold mehr. Ich habe so die Kante erwischt, der Goldader. Was ich jetzt dezent gut finde. Das heißt, ich kann jetzt hier richtig Platz schaffen und von da aus sauber wegarbeiten. Assert Freshmaker, die ist mir egal. Solange mir nichts zu nahe kommt, ist alles gut. Gehen wir mal meinen, weil die Goldader ist jetzt... Ja, das ist die Schicht unter der Oberfläche. Die ist nicht so dick. Okay, noch 35% Sprit. Dann mache ich mich jetzt mal wieder auf den Weg nach oben. Versuche allerdings, den Tunnel nach oben noch ein bisschen größer zu machen, auf dem Weg hoch. In der Hoffnung, dass mein Sprit reicht. Außer ich habe mich jetzt bösartig verrechnet und das geht dann richtig in die Hose. Aber die Hoffnung habe ich mal nicht. Zumindest größtenteils funktioniert es. Ich will nur den Tunnel hier hoch möglichst groß haben, dass ich sicher auf- und abfliegen kann. Und wenn man sieht, ich habe jetzt doch einiges schon dabei. Und wenn der Tunnel hier schon gemacht ist und das Gold ja schon freigelegt, ist das Mining von diesem nicht ganz so Sprit... Also es ist trotzdem spritaufwendig, weil Gold halt nicht ergiebig ist beim Minen. Aber das funktioniert schon. Vor allem, wenn ich es jetzt schaffe, hier einen richtig großen Gang zu bauen, bin ich vielleicht in der Lage, später auch mit einem größeren Miner, der für nichts anderes ist als zum Tunnelgraben, hier sauber runterzukommen und mir einen Tunnel zu dem großen Goldvorkommen in tieferer Tiefe zu graben. Tieferer Tiefe. Dings. Ihr wisst, was ich meine. Okay, ich wollte jetzt gerade sagen, hey, zweiter Miner voll, aber nein, er ist nicht voll, er ist nur 3/4 voll. Und die Goldader ist leer. Also zumindest die Schicht unter der Oberfläche. Er zeigt hier zwar noch Gold an, hier hat es aber keins mehr.
Oh doch, da unten hat es noch einen kleinen Fetzen. Jeden Fetzen mitnehmen. Und hier zeigt er mir auch noch Gold in 15 Metern an. Verteilt sich die Schicht über mehrere Bereiche? Das kann natürlich sein. Allerdings ist die Frage, ob sich das den Aufwand lohnt. Ihr seht, mein Tank ist jetzt fast leer und ich bin nicht voll geworden. Ich habe hier eine Mordshalle jetzt, aber viel Gold habe ich jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Oder ob ich lieber gucken sollte, dass ich tiefer komme zu einer der sehr tiefen unterirdischen Adern. Und vor allem muss ich ganz dringend was trinken, sehe ich gerade. Wieder raus. Hallo, Bot. Und laden den aus. Und dann müssen wir wahrscheinlich eh nochmal Eis holen. Denn die Batterien am Rover waren vorhin fast leer. Deswegen habe ich einen Wasserstoffmotor angemacht. Weil das wäre jetzt blöd, wenn mir hier der Strom ausgeht. Yay. Auf jeden Fall habe ich meine zweite Ladung gebracht. Dann können wir nämlich gleich meine Bestandsaufnahme machen, wie viel Gold ich da jetzt rausbekommen habe schon. Weil ich kann euch sagen, wir brauchen... Also für einen Small Grid Frameshift Drive benötige ich ca. 700 Kilo raffiniertes Gold. 700 Kilo. Huh, wo kommt denn der? Hey, die Batterien haben wieder 20% Akku. Das ist gut. Du bringst aber keinen Strom mehr. Aber hey, wir haben immerhin 5% rausgeholt. Ja, ich glaube, ich muss kurz in die Nähe vom Eis fahren und mal eine ganze Menge, was heißt eine ganze Menge? Auf jeden Fall nochmal eine Menge Eis holen. So rum. Cargo-Container. Da. Guck mal. Pilzsuppe. Reicht das? Für den Moment. Okay, ich muss definitiv mehr zu trinken mitnehmen. Ich hätte jetzt gern einen großen Cargo-Container und das ganze Gold. Denn ich möchte wissen, wie viel das ist. 111 Tonnen Golderz. Das ist nicht so kacke, wenn ich ehrlich bin. Aber mir geht vermutlich zeitnah dann die Puste aus. Jetzt gucke ich aber erstmal, dass mein Schiff wieder getankt wird. Die Frage ist, wie viel geht da rein? Oh Mann. 50%. Ich bin gerade überlegen, ob ich den Wasserstoffmotor einfach mit den 50% hier laufen lasse. 500 Liter pro Sekunde. Boah, das hält dann nicht lang. Aber immerhin habe ich einen vollen Miner. Das ist wichtig. So, Stockpile machen wir aus. Jetzt gehen wir erst nochmal da runter und gucken, ob wir, wenn wir tiefer graben, zumindest auf den Erzdetektor Gold kriegen. Ich denke, das ist wichtiger. Größere Mengen Gold. Ich sag mal, ich hätte eigentlich gern für ein Langstreckenschiff genug Gold und für ein paar Energiewaffen, für den Fall der Fälle. Und allein für einen großen Frameshift Drive brauche ich fast 2,5 Tonnen Gold. Das ist viel. Ich wollte es nur mal erwähnen, das ist wirklich viel. Jetzt gucken wir mal, wo ist jetzt der Markt? Das heißt, wir gehen jetzt hier relativ steil einfach mal nach unten. Und er zeigt uns ja die Tiefe an. Okay. Zeigt uns da nochmal Gold. In 26 Metern. Huch. Falscher Knopf. Warum zeigt er mir hier in 20 Metern nochmal Gold an? Oder hat es hier mehrere Lagen? Bevor ich auf die, was sind es, 900 Meter komme? Oder ist der Erzdetektor verwirrt? Nee, hier hat es definitiv Gold. Das Ding ist eigentlich, ich hätte halt gern eine ergiebige Ader, wo ich nicht eine halbe Stunde lang meinen muss, um einen halbvollen Miner zu haben. Aber ja, hier hat es nochmal was. Das heißt, das lasse ich offen. Ups, ich bin hängen geblieben. Ich werde dann trotzdem, da wo ich angefangen habe, mal weiter nach unten graben. Der Miner kann ja hier bei den 0,35G relativ steil hoch und runter. Das ist okay. Ich will nur wissen, wie tief muss ich, um eine ergiebigere Goldader zu finden. Okay, ich bin auf 250 Meter Tiefe und 100 Meter weiter tiefer wird mir jetzt Gold angezeigt. Das ist doch schon mal gut. Das ist dann vermutlich so eine Zwischenlage. Außer der kann das nicht so tief, weil der Planet zu klein ist. Das ist möglich. Ich weiß nicht, ob das variiert, wenn die Planetengröße variiert. Wieder was gelernt. Vielleicht. Eventuell. Ich hoffe bloß, das ist ergiebiger. Sonst werde ich wahnsinnig. Okay. Ich habe eine weitere Lage Gold gefunden, so wie es aussieht.
Dann bauen wir mal ein bisschen ab und gucken, dass wir hier wieder Platz haben, so wie oben auch. Und hoffen, dass das ergiebiger ist. Außer sie ist genauso dünn, was nicht schön wäre. Ich muss jetzt hier ein bisschen Platz machen. Weil sonst komme ich hier... Genau, ich mache mir sonst den Miner kaputt. Donk. Die große Frage ist beim Gold, wird das überhaupt ergiebiger? Weil das ist jetzt genauso wie oben. Sollen wir das Risiko eingehen und noch tiefer fahren? Ja, ich glaube schon. Eine kleine Drehung in die Richtung. Okay. Bei 550 Meter ist eine weitere ultradünne Schicht. Es sind nur noch... Also theoretisch habe ich über die Hälfte schon geschafft. Bis zum großen Vorkommen. Also zumindest steht es so in der Beschreibung, dass ich bei 900 bis 1300 Meter große Mengen finde. Hoffen wir, dass das auch der Fall ist, sonst mache ich den ganzen Quatsch hier mehr oder minder umsonst. Okay, bei 750 Metern eine weitere dünne Schicht. Ich komme ja langsam ein bisschen veräppelt vor. Jetzt sind es nur noch 150 bis zu den 900. Die holen wir jetzt auch noch. Vielleicht. Ich hoffe, ich habe genug Sprit dafür. Okay, 964 Meter. Und hier haben wir ein großes... Zumindest sieht es so aus, als ob es ein großer Fetzen Gold ist. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen was mit und dann gehe ich erstmal nochmal tanken. Und dann füllen wir mal den Rover. Okay, das ist tatsächlich ein großes Vorkommen. Ich bin überrascht. Ich mache mich jetzt nicht zu voll, weil ich muss immerhin einen Kilometer senkrecht nach oben fliegen. Das wird schon witzig genug. Weh, ich bin wieder draußen aus dem Loch. Und das ohne was kaputt zu machen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Nur ein bisschen. Okay, laden wir mal aus. Tanken, Dinge füllen und dann gib ihm. Weh, okay. Ich habe es geschafft, innerhalb mit 6% Sprit hier runter zu fliegen. In First Person geht das erstaunlich gut. Okay, dann machen wir mal voll. Und so voll wie geht. Weh, ich bin wieder draußen. Das war auch nur leichten Kampf. Und es ist schon wieder dunkel. Der Miner hat für den senkrecht nach oben Flug, wenn er voll ist, nicht genug Schub. Das heißt, ich muss ihm definitiv noch Minimum ein, besser zwei Wasserstofftriebwerke in die Richtung verpassen. Deswegen habe ich jetzt vermutlich auch so viel Sprit verbraucht. Weil für die ersten 100 Meter habe ich jetzt locker 3 Minuten gebraucht. Und dann habe ich beschlossen, ein Inventar voll Gold rauszuwerfen und eins ins Inventar zu nehmen, weil er ja die 5 Tonnen dann nicht rechnet. Das hat mir jetzt gerade so ein bisschen den Arsch gerettet. Ha, das von mir runtergeworfene Gold liegt noch hier. Das würde ich mal mitnehmen. Und dann machen wir nochmal eine Ladung. So, okay. Ich habe jetzt 2 weitere Ladungen geholt. Jetzt gucken wir mal, wo wir da mittlerweile liegen. 377 Tonnen Gold. Boah, ich denke mal, mindestens 2 weitere Ladungen sind auf jeden Fall sinnvoll. Allerdings, was ich vorher tun muss, zum einen will ich die Batterien weiterladen, dass die möglichst voll sind. Zum anderen habe ich jetzt hier noch 40% Sprit und hier noch 10%. Und mehr habe ich nicht mehr. Das heißt, was wir als allererstes machen, ist Richtung dem Eissee da vorne fahren. Und, naja, Eis holen. So 2, 3 Ladungen voll. Und dann können wir nämlich auch gucken, dass wir hier ordentlich an Strom rankommen. Und dann vielleicht nochmal 2, 3, 4 Ladungen Gold holen. Und dann muss das ganze Zeug nämlich erstmal die nächsten 4,8 Jahre raffinieren. Und so. Aber da kommen wir ja eh nicht drum rum. So, nach einigem Eis holen und meinen. Ich bin jetzt einige Touren geflogen. Es ist wieder Nacht, schon eine ganze Weile. Nehme ich euch jetzt auf die letzte Tour, die ich heute fliegen werde, mit. Aber in First Person, weil ich finde es mittlerweile äußerst fancy, durch mein Tunnelsystem zu fliegen. Also im Ernst, ich liebe das. Das macht richtig Laune. Und nein, das ist kein Zeitraffer. Ich fliege wirklich so schnell. Warum? Zum einen, weil es wahnsinnig Spaß macht und zum anderen, weil das ziemlich spriteffizient ist. Ich schaffe mit einer Tankfüllung problemlos 3 Ladungen voll mit Gold. Fast voll. Ich darf den Miner nicht ganz voll machen, weil ich zu wenig Triebwerk habe. Aber deswegen nehme ich euch jetzt einmal mit runter.
Und dann einmal wieder mit hoch. Und dann gucken wir mal, wie viel Gold wir mittlerweile zusammen haben. Und zack, bin schon unten. Und jetzt seht ihr auch, wie viel Gold das hier ist und wie viel ich schon gemeint habe. Es fehlt nämlich schon einiges. Ich nehme im Moment von hier unten Gold weg. Aber ich vermute, ich kann hier noch eine ganze Menge Gold besorgen. Und hier unten hat es genug Gold für vermutlich mein komplettes Playthrough. Allerdings kann ich nicht alles auf einmal meinen. Aber ich denke, wenn ich das hier fertig habe, sollte ich irgendwas um die 800 Tonnen Erz haben. Theoretisch. Theoretisch. Aber jetzt machen wir das mal voll und dann fliegen wir wieder hoch. Okay. 25.600 Liter. Mehr als 26.000 Liter darf ich nicht reinmachen. Weil sonst komme ich nämlich hier nicht mehr hoch. Aber so schaffe ich's. Und Full Speed. Gib ihm. Ab durch den Tunnel. Und das macht, ohne Scheiß, das macht irgendwie eine Menge Laune, hier durch die Tunnelsysteme zu fliegen. Und ich habe das Schiff nicht einmal hängen lassen. Hab aber gemerkt, es hat so ein, zwei Upgrades würden ihm gut tun. Zum einen ein bisschen mehr Triebwerk vorwärts und rückwärts. Hauptsächlich vorwärts. Und noch ein weiterer von den Bohren unten dran in der Mitte, nicht nur oben. Dann macht es das meinen noch ein bisschen einfacher. Aber wenn man das hier mal raus hat, geht das erstaunlich gut. Na komm. Oh. Oh nein, ich habe ihn das erste Mal hängen lassen. Aha, ich werde langsam unkonzentriert. Ich habe nicht alles aufgenommen, aber ich bin hier allein an der Aufnahme knapp 4 Stunden jetzt dran. Ich bin schon ein bisschen beschäftigt. Musste allerdings nach dem Eisholen auch einiges an Zeit warten, bis die Tanks wieder voll waren. Und war zwischendurch mit dem Jetpack zurück an der Base, um mir ein Sofa zu holen, weil mein Schlaf auf fast null runter war. Also ihr seht, ich habe ja mittlerweile wieder 93. Ich war Gott sei Dank nochmal kurz an der Base. Und draußen. Yay. Und wir haben übrigens einen Observer 3,1 Kilometer von unserer Goldmine weg. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Ja, ich fliege jetzt mit Absicht direkt rein. Wenn ich es schaffe. Ohne was kaputt zu machen. Punk. Okay, ohne kaputt zu machen. Geparkt. Prima. Können soweit wieder alles ausschalten. Die Batterien wieder auf Recharge. Die Batterien hier lasse ich die ganze Zeit laden. Die haben mittlerweile wieder 67%. Wasserstoffmotor läuft auch noch. Der Tank hier ist voll. Wir wollen gleich noch in den anderen Tank gucken. Aus dem habe ich vorhin getankt gehabt. Der ist auch schon wieder voll. Das heißt, es füllt jetzt den hier. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Gold wir haben. Da und da und da und da. Und da hat es noch mehr. Und da hat es noch mehr. Und da hat es noch mehr. 1006 Tonnen Golderz. Ich würde behaupten, das reicht für den Moment. Das ist fast ein voller Cargo-Container, nur mit Gold. Das größte Problem ist, ich muss das Ganze heil zurück zur Base kriegen. Das ist, dauert ein bisschen. So, das ist alles wieder voll. Mein Schlaf, mein Wasser geht's gut. Ne? Hier ist das Sofa, das ich von der Base geholt hatte. Das ist ganz gut, dass ich's hab. Jetzt muss ich mal gucken, wenn wir schon auf dem Weg zurück zur Base sind. Halt, nee, Kobalt hat's definitiv nicht. Eisen, das ist direkt an der Base. Aber Eisen unterwegs wäre ganz cool. Ja, 11 Kilometer. Und 25 Kilometer auf dem Weg zurück zum Outpost hat's Eisenvorkommen. Vielleicht nehme ich da noch ein, zwei Ladungen mit. Ich denke, das ist ein guter Plan, weil Eisen werden wir brauchen. So, na gucken wir mal. Der Bock wiegt mittlerweile 1,4 Millionen Kilo. Dann gucken wir mal, ob wir den gefahren kriegen. Weil durch den Eis, durch die Eisseesenke, durch die ich beim Herfahren durchgefahren bin, werde ich jetzt definitiv nicht mehr durchkommen. Keine Chance. Das schaffe ich nicht. Das heißt, ich muss da irgendwie außen rumfahren. Ich muss erstmal gucken, dass ich nirgends hängen bleibe jetzt. Oh Mann. Ah, reicht. Das Problem ist, im Moment ist es dunkel und es wird so schnell, glaube ich, auch nicht hell. Und jetzt wird auch noch das Wetter scheiße. Nice. Sollen wir... jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, hier rechts rum... Oh, da hat es noch Eisen. 1,6 Kilometer.
Soll ich gleich Eisen holen? Oder soll ich erst Eisen holen, wenn ich definitiv durch den kleinen Canyon durch bin? Ja, ich glaube, ich hole erst dann Eisen. Zusätzliches Gewicht vermeiden. Ich glaube, irgendwo hier komme ich um den Ice Canyon rum. Deswegen fahre ich jetzt mal in Richtung unbekanntes Signal und dann gucken wir mal, was wir so finden. Weil schnell fahren, ne, ich gebe Vollgas. Mehr als 32 ist nicht mehr drin bei dem Gewicht. Hallo, unbekanntes Signal. Na? Badger Suit. Hey, habe ich ja nicht schon 12. Hey, gib mir das. Weizen, Sojabohnen, Chips und Kaffee. Das ist gut. Lohnt sich immer. Komm, lass den Rest mitnehmen. Ist Material. Gratis Material ist immer gut. Merkt euch das. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier... Das sieht aus, als wäre es hier schon flacher. Okay, das Wetter wird wieder besser. Das ist gut. Es ist halt nur stockdunkel. Oh Mann. Das hier ist kein nettes Terrain. Aber ich glaube, ich muss bis zu dem Hügel vor, um außen rum fahren zu können. Aber ich will kein Risiko eingehen. Wirklich nicht. Ich bin so schwer. Ich will keine Risiken. Das sieht aus wie eine Weltkante. Ja, das ist definitiv eine Weltkante. Wait a minute. Das heißt, ich kann hier rum? Ja, ich kann hier rum. Oh, wie gut. Okay, wir fahren mal ein Stück weit die Weltkante entlang. Bis wir an dem Ice Canyon, der hier links von uns ist, vorbei sind. Wee. Ja, wie es aussieht, komme ich hier vorbei. Und sobald das Terrain ein bisschen flacher ist, werde ich vermutlich die Radleistung hochschrauben. Weil, sind wir ehrlich, ich muss ein bisschen zügiger nach Hause kommen. Mit 30 Meter pro Sekunde komme ich ja nie an. Was ich mal so lange machen könnte, ich könnte meine ganzen Räder in eine Gruppe werfen. Nicht zu lange im Menü sein, weil dann wird man so langsam. So, jetzt habe ich mal die Radleistung auf 80% hochgerät. Gucken wir mal, ob das einen großen Unterschied macht, außer im Stromverbrauch. Nein. Tut es nicht. Es macht gar keinen Unterschied. Ja, dann lasse ich es auf 60%. Ich denke, das ist die bessere Variante. Aber hey, da muss ich jetzt durch 20 Kilometer bis zum... Oh, eine Parallax Military ist. Und zwei Drohnen. Wow, da kommt ein Bobbel. Das war knapp, Junge. Don't look around and drive. Oh nein, ihr kommt mir näher. Warum kommt ihr mir näher? Gib Gas. Komm, alles, was der Bock hergibt. Okay, nein, die sind nur auf ihre Patrouillenroute, die lassen mich in Ruhe. Puh. Hey, noch 9 Kilometer bis zum Eisen. Es ist erstaunlich einschläfernd, mit 30 Metern pro Sekunde die ganze Zeit geradeaus zu fahren. Es ist echt interessant. Da muss man sich bei Laune halten. Weil schnell ist das nicht. Ta-ta-ta-ta, Eisenvorkommen. Hui. Und ich hoffe und bange, dass diesmal in der ersten Schicht schon genug drin ist, dass es sich lohnt. Eisen lohnt sich ein bisschen schneller als Gold. Ist der Tank schon wieder... Der Tank ist schon wieder voll. Nice. Das heißt, wir machen Trägheitsdämpfer an. Hey. Das war nicht schlecht. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir hier ins Eisen rankommen. Oh, ich würde mal sagen, wir gehen auch relativ steil nach unten. Okay, also das Eisenvorkommen direkt unter der Oberfläche, in Anführungszeichen, ist jetzt nicht der Hammer. Das ist wirklich nicht so der Hammer, die Schicht. Aber ich denke, beim Eisen ist man da ein bisschen effizienter dran als beim Gold. Jetzt mal gucken, wie lang es dauert, bis ich hier den Miner soweit voll habe. Wenn ich hier 3-4 Ladungen rauskriege, wäre das schon ganz Neues, ohne dass ich gleich x 100 Meter tief muss. Obwohl beim Eisen sind es, glaube ich, nur 200 oder 300. Also, das würde dann schon gehen. Aber ich will halt, wenn ich es vermeiden kann, möchte ich es gern vermeiden. Okay, eine Ladung Eisen. Effektiv ist anders. Ich gehe davon aus, ich werde gleich mal noch ein Stück tiefer graben, ob man da ein bisschen was Effizienteres findet wie das. Weil hier bin ich ja relativ schnell unten und wieder oben. Ui, ich habe ein bisschen Eisen. Die Frage ist, wie viel ist dieses bisschen? Ist das mehr als das oben? Sieht so aus. Ich mache jetzt hier mal ein Loch rein, dass ich hier unten so ein bisschen Freiraum graben kann. Aber so wie es aussieht, bin ich so in die Eisenader rein,
dass das nur so aussieht, als wäre das Meer. Das wissen wir aber gleich, wenn ich hier ein bisschen mehr Platz gemacht habe. Okay, ich habe mir jetzt nur beim Freiräumen, um Platz zu haben, dass ich meinen kann, den Cargo gefüllt und die Ader hier sieht besser aus wie die oben. Das heißt, hier werden wir meinen. Ich denke, wenn ich noch tiefer gehe, 300, 400 Meter, wird es noch besser, aber ich denke, das reicht für den Moment. Es ist effizienter da oben. Also zumindest momentan da oben zu meinen. Wenn ich wirklich sehr große Mengen mal brauchen sollte, also so richtig große, dann kann ich ja immer noch da unten was holen. Aber ich denke, da holen wir jetzt noch 2, 3 Ladungen und dann gehen wir zurück zur Base. Okay, letzte Ladung Eisen für heute. Ist ein bisschen weniger wie die letzten. Allerdings, wenn man meinen Tankzustand anguckt, versteht man warum. Ich wollte nun einen Tank komplett ausreizen. Ich denke, dass ich nicht weiß, wie viel ich jetzt habe. Ich würde mal sagen, irgendwas um die 250, 270 Tonnen. Das wäre das Optimum. Also 250 bis 270 wäre wirklich sehr gut. Wie viel es ist, weiß ich nicht. Ich habe momentan kein Gefühl, weil ich bin einfach nur geflogen. Geflogen, geflogen, geflogen. Okay. Ich habe nun geparkt. Wir räumen jetzt Eisen. So, wir nehmen jetzt uns einen weiteren Large Cargo Container, den hier. Nehmen das ganze Eisen. Ach, das ist der. Okay. Und werfen das alles hier rein und dann gucken wir mal, was wir da jetzt haben. 491 Tonnen. Ja, ich war mit meinen 250 ein bisschen daneben. Also haben wir jetzt 1.500 Tonnen Erz an Bord. Ich denke, das ist eine okay Menge. Das ist wirklich eine okay Menge. Was auch heißt, wir können jetzt gucken, dass wir uns bewegt kriegen. Oh Mann. Beschleunigung sucks. Aber bösartig. Das ist ja... Guck mal, das Licht aus. Das braucht keiner. Ist hell. Aber je. Yeah. Meine Beschleunigung ist etwas grenzwertig im Moment. Aber hier auf Titan geht's. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten hier nicht 0,35G, sondern 1,7G. Nein, würde ich nicht machen können. Echt nicht. Da. Ich bin wieder zu Hause. So, parken. Und nun, aber noch was anderes, was ich auch gleich die Räder mache ich beim Parken aus. Denn das macht nämlich folgenden Unterschied. Wenn ich jetzt hier reingehe und sage Batterien, jetzt geben sie 120 kW ab. Wenn ich die Räder anmache, geben sie 132 kW ab. Das sind 12 kW, die nicht abgegeben werden müssen. Genauso können wir auch das Licht ausmachen. Aber wir sind zu Hause. Wir sind daheim. Das ist sehr gut. Jetzt, was wir jetzt allerdings noch brauchen... What? Was ist mit denen? Charge Mode Auto. Power off. What? Warum sind die Batterien aus? Bin ich doof? Habe ich jetzt die Batterien ausgeschalten? Ja. Ich wollte die Räder ausschalten. Jetzt ist besser. Ja, Batterien haben 73%. Das ist soweit okay. Was ich jetzt noch machen muss, ich muss noch gucken, wie ich aus dem Teil Erze los wird. Daran hatte ich nämlich nicht gedacht. Ich muss das ganze Erz hier auch irgendwie wieder rauskriegen. Ich hätte eine Idee. Ich könnte die Cargo-Leitung, die zur Medbay läuft, hier geradeaus vor verlängern. Das klingt total bescheuert. Und dann zumindest vorübergehend hier eine Cargo-Leitung hinmachen, wo ich verbinden kann. Dann hängt das alles an der Base. Ich glaube, das ist mal eine vorübergehende Lösung. Ich glaube, das mache ich so. Das heißt, die Scheibe raus, Cargo-Leitung raus. Und dann brauchen wir einen. Ein leeres Inventar. Ein Conveyor-Port. 3 Leitungen. Ich glaube, es sind 3. Und einen Verbinder, den ich nicht komplett mitnehmen kann. Was? Warum? Mach doch. hier ist falsch. Hier muss ich hin. Also, ich platziere den Conveyor Port 2. Oh, nein. Hier muss noch ein Conveyor Port hin. Weil ich will das hier drin ja irgendwann luftdicht haben. Hier muss ein Conveyor Port hin. Und dann hier der Verbinder. Sieht auch ein bisschen funny aus. Aber hey. Eine Lösung muss her. So, euch zwei machen wir gleich noch fertig.
Und dann brauche ich noch eine Fensterscheibe, dass wir wieder in einem Stück sind. Machen wir hier kurz. Ich brauche ein 1x1-Window. So. 1x1-Window. Ich kann das verschweißen, das verschweißen. Und da ein 1x1-Window hinstellen. Bam. Verbinder. Nice. Problem gelöst. Problem Nummer 1 gelöst. Und jetzt muss ich noch eine Cargo-Leitung bauen, um das Ganze auch an die Base anzubringen. Und ich glaube, der Parkplatz, der wird schon hier. Das heißt, wir fahren hier geradeaus raus. Noch zwei Blöcke. Zwei. Und da eine Junction hin. Und dann fahren wir hier nämlich jetzt im Moment einfach mal geradeaus nach oben. Bis hier. Um die Kurve. Und dann kommt da ein Verbinder hin. Das sollte funktionieren, dass es für den Moment mal funktioniert. Ob das da bleibt? Ich denke schon, dass es da bleibt. Aber ich denke nicht, dass es so bleibt. Ja. Das heißt, wir machen die Räder an. Wir machen die Handbremse auf. Und wir fahren einen Fetzen zurück. Machen die Handbremse wieder zu. Machen die Räder wieder aus. Und dann gucken wir, dass wir die Verbindung hinkriegen. Weil das ist was, das kann man theoretisch in First Person fast positionieren. Das will ich nachher probieren. Das ist mir eventuell defektes Material wert, das auszuprobieren. Weil das wäre cool, wenn das aus der First Person ausgeht. Kann sein, ich muss den Cockpitsitz ganz vorsitzen, das ordentlich sehe. So, dann machen wir mal hier eine Cargo-Leitung. Tada! Und wisst ihr, was noch viel schöner ist? Ich muss hier gar nichts mehr anpassen, weil ich stehe schon perfekt. Switch Lock. Und jetzt flippen meine Raffinerien gleich aus. Ingots aus. Bam. Cargo-Container voll. Wo schmeißt er die anderen Erze rein? Oh, wir haben das erste Gold. Yay. Yay. 55 Tonnen Silizium. Das sollte für den Moment mal reichen. Ist gut. Das Essen, was ich nun noch im Inventar habe, weil den Rest, den hat er ja mit rausgezogen jetzt, werfe ich hier in den Flugsitz. Das heißt, die Chips und die 4 Pilzsuppen. Dann habe ich hier Notfallfood. Immer. Das ist wichtig. Das heißt, die Raffinerien, die 2, sind jetzt theoretisch hart an der Arbeit, richtig? Die sind richtig hart an der Arbeit. Und nur kurz nochmal zum Bestätigen, ich kann keine Module bauen, ne? Nein, ich kann Shield Modulator bauen. Wow. Aber Module kann ich keine bauen. Okay, das heißt, ich muss damit leben, was die Raffinerien so rausholen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Wirklich. Ja, wir haben ja jetzt schon 42 Kilo. Aber hey, wir haben unser erstes richtiges Gold. Ah. Gold ist großartig. Guck mal, das hier noch weg. Kann ja keiner mit angucken. Okay, wir haben Gold. Gold, 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 Gold. Gold ist gut. Was auch heißt, wir können an unsere Base weiterbauen. Das heißt, was heißt weiterbauen? Wir können anfangen, unsere Base zu bauen. Wie geht es eigentlich unseren Batterien? 58%. Sie bekommen mehr rein, als rausgeht. Aber liegt das nun daran, dass im Moment hier der Wasserstoffmotor läuft? Ja, der läuft nämlich jetzt, weil in der Base noch Eis war. Heißt aber auch, wenn in der Base noch Eis war, dann müsste ja mein Schiff vollgetankt sein. Or see I did wrong. Let me check. Hallo Schiff. Bist du? Ja! Schiff ist vollgetankt. Wup, wup. Nice. Schiff ist vollgetankt. Ich muss dann noch gucken, wie ich hier in Schiff einen Frameshift Drive reinkriege. Aber einen kleinen. Ich mache hier einen kleinen Frameshift Drive rein. Keinen großen. Aber vermutlich mache ich das hier hinten. Ich brauche keine X-Cargo-Zugänge. Ich denke, hier hinten mache ich einen. Muss ein kleiner werden. Weil was anderes kriege ich hier leider nirgends unter. Oder? Kriege ich hier wirklich nirgends was unter? Mein Cockpit ist so groß. Das wäre doch toll, wenn ich das hier irgendwo im Cockpit unterkriege. Mein Cockpit ist nicht groß genug. Schade eigentlich. Eigentlich schade. Ja, aber muss ich mal noch gucken. Bin ich mir noch nicht schlüssig. Jetzt muss ich aber erst das Gold raffinieren. Das raffiniert. Bis ich hier Dings krieg. So, jetzt kommen wir nämlich zu was anderem. Meine Batterien füllen sich ganz langsam, wenn beide Raffinerien laufen.
Okay. Wenn sie sich langsam füllen, ja, das gibt eine Menge Gold. Eine Menge, Menge. Das ist gut. Menge Gold ist gut. Brauchen wir. Okay, das heißt, ja, als nächstes muss ich an der Base arbeiten. Weil wenn ich genug Gold habe und genug andere Ressourcen habe, dann will ich eigentlich die Base hier so weit haben, dass ich wieder zur Orbitalbase zurück kann und da Schiff bauen. Schiff. Aber dafür muss ich das hier umbauen. Ich muss diese Base umbauen. Und ich weiß noch gar nicht so genau wie. Gebt mir mal ein paar interne Panzerungen. Dann kann ich das mal auslegen. Also ich darf nach hinten nicht weiter als da. Wenn ich da noch eine Außenwand hinmache, langt das gerade so. Vielleicht muss ich auch hier drauf die Außenwand machen. Aber halt, das reicht bis... Ne, komm, bis hier. Hier drüben muss ich mindestens noch eins weiter freilassen für die Module, wenn ich mal so weit bin und welche machen kann. Und da kommt hier außen drauf die Außenwand. Korrekt? Ja, das ist korrekt. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal hier zu. Der Parkplatz für den Miner hier, den hätte ich gern nach wie vor ungefähr da, wo er jetzt ist. Das heißt, wir gehen mit der Base einfach mal bis hier. Das sollte an Platz reichen, wenn ich jedoch nochmal zwei Raffinerien will. Gehen hier rüber, wenn er mich platzieren lässt. Lass mich platzieren. Und komm hier von da. Das ist zumindest mal das Produktionsgebäude. Hier haben wir definitiv Platz für nochmal zwei Raffinerien, also vier Stück. Genauso wie die vier Montageanlagen. Auch mit Modulen. Ja, das ist okay. Und dann gehen wir hier platzieren lässt. Hier an die Cargo-Containerin. Auf der Höhe. Und hier muss dann im Grunde Parkplatz hin für den. Wie ich das mit dem mache, ich denke, wir bleiben hier bei Verbinder außerhalb. Wenn ich für den Parkplatz machen muss, dann wird es eklig. Aber dann gehen wir auch hier weiter. Dann gehe ich jetzt mit Absicht mal eine Seite höher. Aber wir müssen die Cargo-Container schützen. Und nicht nur die Cargo-Container. Ich hatte überlegt, ob ich hier noch drei Wasserstofftanks hinmache, dass wir so einen langen Schlauch haben. Ist das cool? Ja, ich denke, das ist zum größten Teil ziemlich cool. Glaube ich. Vermute ich. Ich vermute, dass es nice ist. Und da können nämlich hier als Außenpanzerung kommen zum großen Teil 5x5 Blöcke dran. Einfach weil ich es kann. Und dann kann ich nämlich auch aufs Dach gucken, dass da ordentlich Strom drauf kommt und auch ein bisschen Bewaffnung. Was heißt ordentlich Strom drauf kommt? Vielleicht mache ich auch hier raus und vielleicht auch hinten raus jeweils einen voll ausgestatteten Windturm. Ich denke, das ist die bessere Variante. Ja. Ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Okay, wir sind jetzt mittlerweile bei fast 6 Stunden Rohaufnahme. Ich hoffe, dass daraus genug Video geworden ist und dass ihr das auch bis zum Schluss geguckt habt. Und natürlich hoffe ich, dass euch das Spaß gemacht hat und ihr Bock habt, weiter zu gucken. Und weil ich habe nämlich mega Bock, weiter zu machen. Vor allem, da im April das Automatons-Update kommt. Und glaubt mir, das werden wir nutzen. Definitiv. Und bis dahin bedanke ich mich nun bei euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.